Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 22.06.2021. Und zum Montag konnte man sich eigentlich fast nur noch das Popcorn hinstellen und dem Herren zuschauen. Ich bin ganz ehrlich, ab einem bestimmten Niveau war es mir für Long dann einfach zu hoch. Für Short hat er keine Signale gebracht, die ganze Zeit nicht, von früh an nicht. Hat einfach nur grün nach oben durch. Ich meine, 9 Uhr, 9 Uhr hat er mal kurz reingetrieben. Das sah ein bisschen danach aus, wie es kommt was nach unten, aber direkt nach oben wieder angezogen und bis zum Abend durchgepeitscht. Quasi eigentlich das Gleiche, was wir am Freitag hatten, bloß andersrum. Die Strecke hat er nicht ganz wieder aufgekontert gekriegt. Aber ja, wir gehen einfach mal ein bisschen durch. Was wollten wir sehen? Was haben wir bekommen? Das sollte doch eigentlich etwas erleuchtend dahingehend sein, was wir jetzt hier erwarten dürfen. Wir hatten darüber gesprochen, dass er recht schwach ist, dass der Freitag auf jeden Fall schwach zu werten ist. Und dass er zum Montag deswegen bestimmt noch nach unten rausarbeitet. Hatte gesagt und betont, dass mit dem Bereich um 3,50 unheimlich wichtig wird und man da wirklich gucken soll. Wenn der DAX dort eine grüne Stundenkerze hinstellt und sich von dort hochdrückt, hätte er leichtes Spiel bis 500 hoch und auch bis 6,25. So haben wir es gestern gesagt. Das war die gestrige Analyse. Sollte er aber unten durchfallen, sogar noch, und dann auch hier 300 unterschreiten und so weiter, wäre dann absolute Eskalation zu erwarten bis 2,70, 2, keine Ahnung, was wir hier gesagt haben, 1,80, 1,15 und tiefer. In dem Moment, wo er sich aber hier dreht, na, haben wir gesagt, das kann durchaus auch richtig antreiben, bis im Zweifel hier wieder hoch an die Verkeilungslinie. Also der Bereich, der war mir einfach wichtig, das haben wir mehrfach betont. Wenn er da kurz dran tippt, grüne Stundenkerze stellt, sollte hoch. Was hat er gemacht? Er hat einen Abwärtsgap reingebracht. Damit ein bisschen, das haben wir anders gesagt, ne? Im gestrigen Video haben wir gesagt, na, aufwärts wird wahrscheinlich, wenn er einen Aufwärtsgap macht, dann sollte man damit rechnen, dass der komplette Freitag ausgekontert wird. Den hat er ja, man muss ja sagen, den hat er ja nicht ausgekontert gekriegt, ne? Also der hat zwar von der Bewegung etwa das gleiche Spektrum abgespult, aber der hat nicht den Freitag rausnehmen können, ne? Der ist mit dem Kerzenkörper trotzdem noch auch deutlicher unterhalb des Freitagskerzen, der unterhalb der Freitagskerze geblieben. Aber die Tageskerze, da gucken wir gleich nochmal drauf. Die ist wahrscheinlich ihre ganz eigene Sprache. Aber Fakt ist, wir haben von unten kommt jetzt die 510 angelaufen, sind da gnadenlos durch und haben dann oben auch jetzt die 625 angerannt, sogar leicht drüber geschlossen. Wir hatten gestern drüber gesprochen, dass dieses Tief hier, die 625, 630, ein schöner Punkt wäre, um von unten dann wieder richtig wegzuziehen. Und haben auch gesagt, das wäre eine schöne Short-Marke. Das Signal dafür hat er noch nicht gegeben. Aber da sollte man jetzt gerade genau aufpassen, wenn er jetzt zum Dienstag dort anfängt, nach unten zu spucken. Ich sag's mal, wenn der jetzt anfängt, zum Dienstag wieder in eine andere Richtung zu treiben. Wir haben jetzt Freitag einen kompletten Tag in die eine Richtung gesehen, den Montag den kompletten Tag in die eine Richtung. Ich habe noch keinen Fibo angelegt, aber es sieht mir so ein bisschen aus, wie als kommen wir hier so knapp zwischen 61er und 76er raus. Und es ist sogar fast am 76. Also er hat jetzt etwa 76% retraced. Wenn er jetzt anfängt nach unten zu spucken, direkt von hier, jetzt sage ich mal von der 625, 630 aus, ohne dass er noch großartig jetzt hier oben rumturnt und ich sag mal 700 oder sowas abholt, dann ist er noch in der Bewegung drinne, dass er tiefere Hochs hat und dann auch. Also tiefere Tiefs hat er jetzt schon. Das ist tief gewesen. Das ist tiefer. Das ist noch tiefer. Das war das Hoch. Das war ein tieferes Hoch. Und wenn er jetzt anfängt, hier wegzutreiben, dann hätte er noch ein tieferes Hoch. Und dann wäre er formal im Abwärtstrend. Und das ist, glaube ich, was, was die meisten jetzt so ein bisschen vielleicht nicht für voll nehmen halt, ne? Oder wo viele sagen, oh, das ist doch scheiße, dass der jetzt zum Montag das komplett ausgekontert hat. Er hat einen Rücklauf gemacht, der hat ihn kräftig gemacht, der hat auf jeden Fall auch richtig auf die Kacke gehauen halt, ne? Der hat hier einfach mal seinen Schniedel auf den Tisch gepackt und hat gesagt, ich habe den längsten, so ungefähr. Ne, ganz den längsten hat er nicht, weil der vom Freitag war länger. Aber soll egal sein, das ist eine starke Leistung gewesen und wir wollen ihn nicht plattreden. Aber die Tatsache ist, wenn er jetzt hier anfängt, nach unten zu treiben, wir haben darüber gesprochen, hier sind ganz, ganz, ganz viele Verkäufe drin gewesen, auch hier schon, die unzufrieden gewesen sind mit ihren Long-Positionen, weil sie eben wochenlang nicht angelaufen sind. Ne? Sei das hier, sei das hier, sei das hier, jedes neue Hoch hat es denen die Position erstmal wieder ins Minus getreten. Das ist jetzt für die perfekte Stelle, um zu sagen, komm, scheiß drauf, dann weg damit, dann warte ich einfach, bis der wieder richtig rauskommt. Wenn die großen Jungs so ticken und sagen, sie sehen jetzt hier irgendwo ein Risiko
Und bitte versucht nicht für die großen Jungs zu denken. Ihr seht das Risiko nicht. Ihr kriegt das irgendwann in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tagen, kriegt ihr das in den Nachrichten gesagt. Aber die großen Jungs, die haben ihre Gründe, die haben ihre Beweggründe, warum sie Positionen auf- oder abbauen. Das kann auch einfach nur sein, dass die sich sagen, naja, jetzt ist Sommer, allgemein eher für rückwärts bekannt, muss ich es jetzt nicht drauf anlegen, dann dünne ich vielleicht jetzt, wenn ich nochmal den Kurs kriege, die Position einfach ein bisschen aus. So, und das würde bedeuten, wenn der Markt jetzt hier anfängt runter zu drücken, dass dann einfach noch ein bisschen was hinterherkommt und dass er sich dann durchaus hier eine Folge von fallenden Tiefs und Hochs auch ausbilden kann. Und da sind wir bei dem Punkt, wenn er dann anfängt von hier zu fallen, ich glaube nicht, dass er direkt das unten rausnimmt. Das wird er nicht machen. Dafür ist er zu sehr DAX, aber er wird irgendwo hier in dem Spektrum drin rumtanzen. Und das kann durchaus schon eine 4,25 werden, eher eine 5,10. Ja, dass er sich aber so in dem Bereich dann nochmal zurückgibt und dann hier zur Seite tanzt. Dann vielleicht den Mittwoch dort komplett einfach stehen bleibt und dann am Donnerstag, Freitag nochmal probiert, ob er hier unten rumzuschrubben. Vielleicht auch erst zum Freitag probiert, unten rumzuschrubben, nochmal an dem Tief. Aber ich würde auf jeden Fall in dem Moment, wo er jetzt anfängt, nach unten zu treiben, ich würde vergessen, was er den Tag vorher gemacht hat. Ich glaube, das sollte man auch vergessen, weil man sollte sich auch in Erinnerung halten, was am Freitag und was in der Montagnacht passiert ist. Und das ist schon eine Verkaufsbewegung gewesen, eine Verkaufswelle gewesen, die hier von 700 bis 200 gute 500 Punkte aufweisen kann. Und für den 500 Punkten hat er hoch zu halt noch nicht alles wieder rausnehmen können, sondern knapp nur 300 Punkte rausnehmen können. Ja, das heißt, bisher ist die jetzt noch Dominanz, noch kein V. Kann eins werden, aber wenn er runter treibt, 8, 9 Uhr, nach unten drückt und er fängt ja an, rote Kerzen zum Dienstag zu bauen, Lasten bauen. Also ich glaube, hätte Potenzial wieder nicht hier unten zurückzugehen. Erstmal noch nicht, das ist später. Aber eine 5,10 und eine 4,25, das wäre durchaus erreichbar. In dem Moment, wo er umdreht. Ja, jetzt sind Leute alle angefixt. Die Leute sehen jetzt alle, ach Gott, alles wird immer wieder hochgekauft. Die japanische Notenbank habe ich heute gelesen bei uns. Und in China irgendeinen Hafen. Die lustigsten Gründe, die man haben kann. Die chinesische Notenbank kauft natürlich keine Aktien im DAX. Ne? Es ist nicht dafür verantwortlich, dass der DAX steigt. Aber die Leute haben halt wieder Motivation, jetzt Long zu suchen und sich sozusagen, ne, wird eh immer alles wieder hochgekauft. Das ist nicht ganz richtig, weil es wurde noch nicht wieder hochgekauft. Es wurde erstmal eine schöne Gegenbewegung eingeleitet. Aber wer an das denkt, was wir gestern analysiert haben, und deswegen wiederholen wir das ja nochmal. Nicht um zu feiern, wie groß toll das geklappt hat und wie toll wir sind. Nein, um das mitzunehmen, was wir dazu gesagt haben. Und wir haben ihr gesagt, wenn er 3,50 hochzieht, dann kann er leicht 500 erreichen und vielleicht sogar 6,25. Und genau das hat er getan. Also Nachrichten hin und her, da hätte auch, weiß nicht, Barbie ein Kind kriegen können. Das hätte auch gepasst. Na, man hätte es wahrscheinlich nicht in Nachrichten assoziiert, aber was ich sagen will, die Bewegung ist jetzt nicht so ganz so real, wie sie manche hinstellen. Das ist einfach der Rücklauf von der 350. Dafür war die wichtig, dafür haben wir die betont, ausgiebig drüber gesprochen, was passiert, wenn hier grüne Kerzen kommen. 15 und 6,25. Hat er jetzt komplett gemacht, war nicht schön handelbar. Ich habe es auch nicht, habe nicht lange mitgenommen, kann ich ganz ehrlich offen mit euch auch sprechen. Aber er hat es von der Bewegung her halt einfach so gemacht. Und wenn er jetzt anfängt, wieder nach unten zu treiben, dann wickelt er das zurück halt, ne? Stück für Stück. Und der erste Schritt wäre 15, 4,25. Solltet ihr aber hochtreiben und eben nicht zurückstoßen, solltet ihr sich nicht unterhalb von 6,70 jetzt hier palmen, haben die Jungs eben keinen Grund, ihre Position abzubauen. Haben sie nicht. Weil ja dann erstmal für die wieder alles gut ist. Sie sind wieder an ihrem Einstand. Die kriegen erst Druck, wenn er anfängt, nach unten zu arbeiten. Ne? Wenn sie sehen, ah, der war hier gerade an meinem Niveau, jetzt könnte ich noch günstig abstoßen, lieber jetzt hier, wie dann beim nächsten Mal wieder unten bei 15.300. Und das übt einfach auf dem Markt Druck aus und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er eben von hier einen guten Versatz runterkriegen kann, aber der muss dann eben auch kommen. Sollte der nicht kommen und der DAX über 6,70 rausarbeiten, dann macht das sein V voll. Und V voll heißt dann bis an die 7,60 ran. Na, das heißt, so alles, was eigentlich über 6,70 geht, ja doch, über 6,40 geht, über 6,70 geht zum Dienstag, das hat halt eher Tendenz Richtung 67, Richtung V voll machen. Und wenn er die 67 gemacht hat, dann wird er kurz reagieren. Also er wird da, DAX macht in der Regel, dass er dann einfach kurz drüber sticht und dann erst in den Rücklauf geht und dann kann er sich hier so eine SKS ausbilden. Ja? Also eine inverse SKS. Würde dann hier die Schulter haben.
Zack, und dann die zweite Schulter hier hinstellen. Ne, das heißt, er würde dann von knapp oberhalb von 67 wahrscheinlich nochmal zurücksetzen auf den Bereich um 6, was ist das hier, 6,65, sich dann ganz flach halten und dann hinten raus nochmal holen. Das wäre für mich sehr bullig, wenn er denn wirklich das per V auskontert, hat er aber noch nicht. Ja, und so ehrlich muss man dann auch sein, dass man sagt, ja klar, der Montag war echt krass, der war super stark, das sieht im Tagesstart wie ein perfekter Konter aus. Aber hat er den Freitag nicht rausgenommen halt, ne? Warum nicht? Warum hat er gebremst? Warum hat er genau an der Stelle gebremst? Warum ist hier das Tempo rausgegangen? Ja, warum ist der Anstieg unten dynamisch gewesen, schnell, hier, wo die wichtige 350 ist, und hier oben dann plötzlich träge? Also von daher, unterschätzt das nicht, wenn der dreht halt, ne? Stellt euch nicht rein und versucht gleich direkt in der ersten Katze Long zu suchen. Das ist normal jetzt. Das wäre jetzt die normale Reaktion von den Leuten. Ne? Die suchen sich direkt in den ersten zwei Kerzen dann wieder die Longs, haben die gleiche Scheiße wieder drin, wie sie sich am Freitag schon reingestellt hatten. Ja, und dann geht er wieder runter. Aha. Also, in diesem Sinne einfach da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das wäre angebracht. Und ansonsten alles über 6,40, über 6,70, das geht für mich Richtung 7,60. Dann probiert das MV, sticht er da kurz drüber, dann zuckt er zurück auf die 6,65. Dann lässt er sich vielleicht auch ein paar Punkte holen. Ne? Aber wenn der rote Kerzen spuckt zum Dienstag, lass mal ein bisschen außen vor, was hier am Montag passiert ist, weil der Freitag steht halt gegenüber. Ne? Es ist neutral eigentlich. Aber wir stehen tiefer. Ah, also die schwache Bewegung, die neutralisiert sich ein bisschen, aber er steht trotzdem tiefer und dadurch hält er per se jetzt Abwärtstrend. Na, wenn er jetzt ein tieferes Hoch macht, Kerzen sind ja kleiner geworden. Aber ich denke, ihr habt es verstanden. Jetzt gucken wir noch kurz in den Tagesschart. Im Tagesschart hat man gesagt, hat man gestern auch reingeguckt und hatten gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie diese Geschichte hier. Ne? Deswegen hat man auch gesagt, wenn er einen Aufwärtskick kommt und der nur grüne Kerzen zeigt, plant bitte ein, dass er ein bisschen deutlicher hochziehen kann. Ne? Das hat er ja getan. Etwa gleiches Niveau ist es sogar. Ne? Man sieht es hier. Und da sieht man auch schön, er kann auch weiter arbeiten. Ja, und deswegen oberhalb von 6,40, 6,70 für mich. Eher ein Long-Kandidat bis 67 hoch und wenn er das aber nicht hinkriegt und die grüne Kerze wieder nach unten arbeitet und sowas haben wir hier zum Beispiel schon mal gesehen, ne? Das ist auch noch nicht so lange her. Ja, da hat er auch nach so einem grünen Konter, der halt auch nicht den Vortag komplett ausgekontert bekommen hat, ne? Sondern der hier so vorher so verkümmert ist, dann hat er am nächsten Tag das direkt wieder runtergearbeitet, sogar bis auf neue Tiefs. Das wird er nicht hinkriegen. Nicht, das wird er nicht. Also glaube ich nicht zum Dienstag hinkriegen, wobei ich meine mich zu erinnern, dass das, nee, war kein Dienstag, es war ein Mittwoch, das hier war ein Mittwoch, der rote. Ich glaube das nicht, dass der drunter geht. Das wäre zu einfach. Ja, das wäre zu einfach für die gleich reingehen. Der wird bestimmt irgendwie 5,10, wenn er nach unten treibt, wenn er wirklich nach unten treibt, dann wird das eher Richtung 5,10, 4,25 gehen, dann wird er sich erstmal wieder stabilisieren, da irgendwie um die 500 rumeiern. Das würde am besten passen. Aber ansonsten auch aus dem Tagesschart, freilich lange grüne Kerze, demonstriert Stärke, demonstriert vor allen Dingen ein veraltetes Ausbrechen unter dem Bollinger Band. Ja, da haben wir ja auch die letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, wann er anfängt, das Band richtig aufzudrehen. Das hat er vereitelt und das ist schon stark, ja, das ist stark. Deswegen, wenn da jetzt noch grüne Kerzen kommen, erstmal wieder Chance nach oben. Drüber, also wenn er jetzt darüber arbeitet. Wenn er aber in der Kerze nach unten arbeitet, gibt es auch aus dem Tageschart her nicht den Grund, zu euphorisch zu werden, weil dann hätte er sich jetzt hier einfach nur noch mal am mittleren Bollinger Band abgestoßen und würde sich jetzt wieder zum unteren Bollinger Band arbeiten. Und das liegt ja auch knapp unter der 400. Ja, also von daher auch hier eben die Vorsicht. Das ist wichtig, dass der über das Montagsniveau auch weiter arbeitet. Tut er das nicht, dann hat er schon noch schnell wieder zurück halt. Ne? Muss ein bisschen aufpassen. Ja, aber ansonsten alles, was da drüber geht, Long Richtung 67 und höher. Freilich, klar. Höher. Haben wir gestern auch gesagt. Ne? Das ist von der 350. Auch dicker, wenn er eben das nicht hinkriegt, wenn er eben nicht scheitert. Ja, hat man, glaube ich, gesagt. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben bestimmt. Ich erzähle ja letztendlich immer wieder das Gleiche. Wir haben bestimmt gesagt, wenn er 3,50, dann wird er hier rangehen. Und wenn er von dann hier nur zu schwach wieder kommt und wieder hochdreht, dann hätte er definitiv auch Ziele in dem Bereich hier. Ne? Von hier ausgehend. Und das bleibt ja dabei. Ja, von daher. Wir gucken mal, wie er hier jetzt arbeitet. Das ist mir recht wichtig, ja. Die Zone. Und wenn er das nämlich nicht nach oben rausnimmt, sondern nach unten sich jetzt wegstößt, dann ist das ein Zeichen, dass sich Käufer verziehen. Und wenn wir die Käufer verlieren,
Das sind die, die sich hier versuchen, wieder wegzupushen und in den Kurs reinzutreten. Dann wird es nach unten wackelig halt. Ne? Also, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg zum Dienstag. Und ja, holt euch eure Punkte. Bleibt aber bitte vernünftig und unterliegt nicht irgendwelchen Privatanlegerzwängen. So von wegen, ich muss da irgendwo dabei sein, weil ich sonst was verpasse. Ich muss da irgendwo meine Minusposition mit noch mehr Risikoeinsatz wieder rausholen. Es funktioniert alles nicht, da auf Dauer. Es sorgt immer wieder dann dafür, dass man irgendwo gefrustet da sitzt, irgendwelche Scheiße im Depot drinnen liegen hat. Ne? Punktuell agieren, immer mal wieder was reinstellen. Und Keilauflösung ist ja halt auch noch, die ist aktiviert. Ne? Die ist aktiviert, haben wir am Freitag schon gesagt. Der hat zwar jetzt ordentlich gegengeschossen, aber die ist noch aktiviert. Ja, solange der da jetzt nicht das letzte Hoch rausnimmt, ist es aktiviert. Ja, das heißt, wenn der sich richtig schön wieder nach unten arbeitet, wir haben hier drüber gesprochen und so, das ist noch gültig. Die Keilauflösung ist aktiv. Ja. Okay, also ich gucke mal, was er jetzt hier am primären Rücklaufmarkt macht. Hat man ja für den Montag auch betont. Und ich wünsche euch was. Ich wiederhole mich zu oft. Ich mache jetzt zu und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.